Unser alter Streber wieder mal am Lesen, ja, was auch sonst war. Willkommen zurück, Freunde, hier zu Dragon Ball Z Boost Fury. Müssen wir mal ganz kurz gucken, was wir uns da genau machen. Wir hatten am letzten Panel etwas mit Videl zu klären, beziehungsweise uns überrascht und, war es ein bisschen kacke. Ghoul. Ja. Complete Ghouls, Ghouls oder Ziele habe ich in diesem Sinne gar keine. Krass. Der Lazarus-Kristallmann. Ansonsten Level 65 ist jetzt nicht so verkehrt, ne, im Gegenteil. Press the B-Button to transform into a Super Saiyan. Ich noch nichts upgrade, man geht das wohl, wa? Elektrisches Kamehameha, oha. Nicht normal wie sein Vater, nö, natürlich muss elektrisch sein. Ja, ansonsten haben wir hier nichts mehr. Das müssen seinem Vater klauen, aber so ist natürlich auch nicht drauf, unser guter Gohan. Nö, würde man sagen, sonst weiter, wa? Hey Gohan, you're going to enter the World Tournament? What? Papa, wo bist du? Ja, guess what? I'm going to be allowed to come back to Earth for one day. It seems that I have a little credit safe up and they are letting me come back to fight in the World Martial Arts Tournament. No way, this is a cross, it is great. Be sure to let everyone know I'm coming back. Clear Master Roshi are going to want to know. And sorry, Bulma and Vegeta, and don't forget Piccolo. Good, I'm coming back. Woher weiß der eigentlich von Guten? He's never meet you, er hat ihn nie getroffen. Yeah, I think I can wait to see you at the World Tournament. Kann natürlich täuschen, Leute, aber soweit ich noch weiß, wusste Son Goku zumindest im Anime nichts von seinem zweiten Sohn. Bis ihn halt getroffen hat. Was eigentlich schon verrückt wäre, sich Goku 7 Jahre lang nie bei Gohan und seiner Frau gemolden hat, oder gemeldet hat, von dem her. Ja, also in diesem Sinne, er hat irgendwie eine besondere Erlaubnis, er ist ja klar, er ist ja Son Goku und deswegen darf er für einen Tag zurückkehren zum großen Turnier, wir natürlich mitmachen. Sag mal allen, dass er zurückkommt. Yeah, yeah. Oh my goodness, I hardly know, what do you think? Your father is really coming home. And you get to meet your daddy, Goten. Isn't that wonderful? This is too good to be true. By the way, Saiyan's dad's competing in the World Tournament. Can I compete as well? I'd like your permission to enter the World Tournament, so miss some school so I can train. Are you serious? You have got to be kidding. You know that your studies are priority over everything else. But mom, that's only going to be here for a day. I'll never get this chance again. And the winner gets paid 10 million zenny. Naja, wäre schon geil, wa? 10 Millionen? Also, ich könnte der Philosoph, Doktor, with this kind of box, my son, der Flotter. Ja, ja. Natürlich kannst du gehen. Schule ist egal. Geh Geld heimholen. Das ist die Botschaft davon. Cool. Gohan, what's that like? He's an amazing man. When you're around him, you just feel happy inside. I can't wait to meet him. Hey, Gohan. Yeah, Goten. Can I help you train? Sure, I'm going to need a real strong training partner and you'll be perfect. Naja, sein Bruder, der etwa 10 Jahre jünger ist, also weiß nicht. Pfff, what? Papa, this is quite unusual. It's not every day that someone is allowed to return back to the world of the living. I've already discussed this with the Grand Kai and the Profs. Seriously, Yanma, if anyone deserves this, it's Goku. Very well, Goku, you are aware of the conditions. Conditions? Yes, Goku, you will only get 24 hours to stay in the living world. That's all I can do. 4 Stunden, ist besser als nix. Ja, you're free to go. Also geh, hau ab. Thanks, King Yanma. Bye bye. Du alter Saftsack. Yeah, yeah, yeah. Hey, Tech Boy. Willst du mich verarschen? Nee. Das kann nicht sein. Jetzt! Zu diesem Zeitpunkt, aber das ist aus dem Film! Aus dem Film Fusion, aber das geht nicht, weil es ein Paralleluniversum, weil dort waren so Goku und Vegeta gleichzeitig tot. Hä? Tank Boy! Tank Boy! What are you yelling at me for?
Listen, Paddy, what do you think you're doing? This is the machine that cleans the souls containing the HFELF. Yeah, this isn't the game. Next time I catch you goofing off, goofing off like this, I'm gonna report you to King Yemma. Naja, soll ein bisschen besser aufpassen, weil hier werden ja die Seelen gereinigt von den ganzen Toten. Und, ja, soll, wie gesagt, ein bisschen aufpassen und dass man sonst halt bei König Yemma anpfeifen wird. Denkst du, der Filter ist bereits voll, tausch mal auf, du Arsch. Tausch bereits mal aus. I don't know what this problem is, it's, I do my job just fine. Yeah, man, du. Klar, eine Sekunde später. What's that? So eine Grenzmaschine exploded. You're kidding me, willst du mich verarschen? Heard the explosion, what's going on here? It was a soul cleansing machine! It's a machine that cleans all evil spirits before they are sent to the Hölle! I hate to imagine that could have been at loose! This could have terrible... ja, könnte schreckliche Auswirkungen haben von mir aus. Natürlich, geh schon. Ciao. Ich hoffe, du schaffst es. Für uns aller Willen. Ja, wie gesagt, eigentlich müsste... Ich wollte gerade sagen, schauen wir jetzt Paiku an oder was? Chanemba! Hat er von dem Film so geil. Kapitel 3. Das Turnier. Klar, wir gehen zum Turnier und in der Hölle ist die Hölle los. Was? Thanks, letting me train with you, Gohan. I promise I won't get in your way. I'm going to go out in the forest to the east of here. You should meet me there. Ich bin jetzt erstmal gespannt, wie wollen sie den Film hier integrieren? Weil, also zumindest gemäß Film braucht es Son Goku und Vegeta für den Typen. Geht gar nicht anders. Game saved. Ja, bin auch gesaved. Fliegen muss aber nicht, wa? Coole Mucke. Ja, wie geil ist hier die Filme integrieren? Da fand ich ja schon im zweiten Teil ein bisschen schade. Ich meine, klar, cooler, ja, der war integriert in die Story, geil. Aber was zum Beispiel mit Broly? Oder zum Beispiel auch Bostak am Schluss? Der wäre doch so geil gewesen, um mal zwei von Super Saiyajin zu sehen. Willst du mich verarschen hier? Scheiß Punks. Au. 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 In den geheimen Durchgang? Nö. Bin mal gespannt, weil ich überlege gerade, also dann würde es eigentlich Vegeto gemäß Story von Dragon Ball Z sowieso geben. Kampf gegen Buu und so weiter und dann halt noch Gogeta, wa? Weil da kam ja zum ersten, zum einzigen Mal dann in diesem Film Fusion überhaupt auf. Ein Gunman! Hallo, ich sehe nix. Nein! Nehmen wir einen Bomberman, wa? Bomberman, Bomber. Alter, kannst du bitte mal. Nein, verdammt, geht nicht. Geh halt runter. Kann noch weit werfen, wa? So, jetzt vielleicht. Yo, jetzt. Bomberman. Denn ich kann es Bomberman. Was? Okay. Hä? Ist etwas? Muss etwas sein? Ich kann aber nicht rüber. Spannend war. Und Level up! Wieder mal Zeit, ey. 66, Mann. Ich nehme, glaube ich, wieder mal langsam ein bisschen Super Saiyan Power. Ja, warum nicht? Super Saiyan! Blue, blond! Der einzig wahre Super Saiyajin.
Aua! Sie haben Spawner gefangen. Alter, willst du mir verarschen? Sind die aggressiver als nach dem zweiten Teil? Zurückmorphen. Da ist also nichts. Ich denke mal, wenn ich da weiter in östlich gehe, treffen wir langsam auf Goten. Beinahe angesagt. Scheiße Mützekatze. Jo, Level hätten wir. Aber da war ja noch was auf der anderen Seite. So lange gedauert mit Super Saiyajin. Bin mal gespannt auf den dreifachen Super Saiyajin, vor allem für die Transformation selbst. Wie gesagt, ich befürchte, den zweifachen gibt es hier gar nicht, vor allem war ja da schon im. Ja, sagen wir mal, doch Vorgänger. Im zweiten Teil wurde halt schon als Super Saiyan Rage, also sprich Raserei, betitelt, was ja gar nicht stimmt. Aber eben, glaube ich, wo das Ganze auch in Japan erschien und so, es war halt noch dort zu der Zeit, wo ja Akira Toriyama und so in der Nabu-Saga, da war sowieso anders drauf. Deswegen gab es auch viele Spiele, oder einige Spiele, sag ich jetzt mal, wo, jetzt gerade? Wo sie von der Story her nur die Freeze und die Cell-Saga gibt, weil eben die Bu-Saga gar nicht ausgereift war und vom Manga her und so. Wie auch schon erzählt habe, dass er ursprünglich wollte, ja Piccolo böse machen und Goku gar nicht mehr zurückholen. Etc. etc. Und ja, deswegen muss ich jetzt auch hier nicht mehr Legacy of Goku 3, sondern halt, yo! Boost Fury. Warum jetzt aber allerdings der Super Saiyan nicht mehr aufgefüllt wird, die Leiste? Finde ich jetzt auch doof. Beim Level muss eigentlich die Leiste gefüllt werden. Ich hab Fragen, ist irgendwie ein neues Gebiet, aber nö, wa? Nee, das hat mich jetzt nur gerade ein bisschen verwirrt, aber es ist das gleiche Gebiet. Alter! Lasst mich in Ruhe, Schmusekatze! Scheiß Viech, ey. Gut, wir müssen noch ein bisschen weitermachen, das ist sowieso ein Weg zurück, wa? Ah, hier bin ich. Nee, hä? Verdammt, da ist ja auch kein geheimer Durchgang. Da gibt es doch einfach nicht, ey. Muss doch immer ein geheimer Durchgang sein. Meine Videospielerfahrung lässt mich im Stich, ey. Ja, ich weiß, wir müssen mehr blocken, aber das ist ungewohnt. Blocken, blocken. Ja, Mann, Energie-Gil, krass. Das ist total doof, der Verrat zum Erreichen. Was? Willst du verarschen, Level 140, du mir Rauch. Alter, wer kommt auf die beschissene Idee? Das geht höher als 100? 140? Ja, du mich auch. Alter, wo erreichen hier 140? Level 140, ja gut. Wir haben was zu tun, Leute. Ach, deswegen geht es hier so hin zum Leveln, ja, ist natürlich noch klar. Wenn wir 90 Level trainieren können, leg mir doch am Arsch. Was noch gerade gewesen? Nein! Naja, war sowieso nur Kohle. Da bin ich guten. Hey Bro, I need your help. See the pill of rocks there? I want you to throw those rocks at me and I'll dodge them. You want me to hit you with rocks? If you can. Think of it like a game. It's a great deal. A drill. The charm's interaction teaches you how to act when you have time to think. So, ja, einfach schnell ausweichen und so. Reflex halt trainieren, ja, versteht ihr? Super Saiyan! Alright, start throwing at the count of three.
One, two, and three! I got you! Wie soll denn das? Ah! Was ist jetzt los? Wow, you've got quite an arm. Hey Gohan, since mom isn't here, it's okay if I become like you now. Was meinst du, like me? Naja, ich will auch so goldene Haare und diese super Stärke haben. I want to become a Super Saiyan now. I was twice your age before I was strong enough for that. Was zweimal schon da gar nicht. Goten ist 7, Gohan war 10. To teach me how to transform. Of course, I was the youngest Super Saiyan ever. Maybe I'll start teaching you when you get older. Yeah, man! So, ich kann's auch. Super Saiyan? Oh my god, it's unbelievable. How do you know that to do now? I'm talking while you were studying all the time. Ich weiß gar nicht, wie das geht und. Alter, hat die sich seit Vaters Tod verändert? Jo. Mom said I shouldn't turn into a Super Saiyan anymore. She called me a monster, then punk, yeah. And don't worry about that too much. We're not a monster, but let's just keep this between ourselves, okay? Say, how about we do a little sparring? Aua! Sag ein kleines! That was great, let's keep going! Ja, so wir zum kleinen. Wie geht's um, Kid Trunks? Ich komme kaum vorwärts. Perhaps you should rest, Trunks. 150 times gravity is a man's training level. Wow, 150-fache Schwerkraft. Not bad. You're clearly still a child. Ja, wir sind noch ein Kind. It is sort of difficult. I guess I have to go super. Yo, man! Super! Ja, geht doch. Did I miss something? It was transformation to the legendary warrior of the Saiyan race produced to a child's plaything? Playing, glaube ich. Keine Ahnung mehr. Ja, das macht ja Spaß. Trunks, komm mal her, Kleiner. Sag mal, Kakarots Jüngster, kann er das auch? Ja. Natürlich. Super Saiyan zu werden ist überhaupt nicht mehr selten. Dan, und nachher auch ein Super Saiyan Schmink, kann ich auch zum Turnier gehen? Wäre cool. Sometimes you think you can enter the tournament? Die ist auch ganz eh. Na gut, wenn du mich treffen kannst, dann kannst du gehen. Trunks unlocked. Fliegen ist fies. Wieso haben wir wieder zurückverwandelt? Okay, er macht es immer ein bisschen automatisch, die Verwandlung. Jetzt muss man mal gucken. Ah, okay, ja, so geht's. Naja, ich weiß, ich weiß. Aber ich kann natürlich auch direkt mal so auf ihn zugehen. Moment, ich mach's gleich anders. So, in die Mitte mit dir. Papa. So. Au! Wieso schlägst du mich? I didn't say you hit back. I never said I wouldn't hit you, did I? No, aber natürlich wieder dein Junge. Try your tears. We're going to the park now. So. Nice, man. Wir können wieder als Trunks zocken, wie schon vorher, aber jetzt hat das Kid Trunks, nicht mehr als Teen Trunks. Here we are, Trunks, just as I promised. I don't have too much fun, yeah? If you're really serious about entering the world tournament, I'll do training if I were you. I want you to be stronger than Kakarot's boy, do you understand me? Yeah, yeah. Very well, understand me well, boy. Just because you can become a Super Saiyan, it doesn't mean you know it all. Naja. For example, I bet you know that you can use safe circles for saving your progress. It's nice, wa? Naja, it's sehr nice.
Im Park trainieren gehen, ja, warum nicht, wa? Wir können gegen die Werten so antreten. Safen Switch Character! In Son Gohan, wir sind ein Super Saiyajinist. Hey, wie geht's? Na, wie geht's denn so? Alter Junge? Are you ready to live for the tournament and talk to Baum? Natürlich! Alter, was ein Bug! Naja, was soll's. Kraftpunkte hat er, Stärke, Power, Ausdauer, nix. Gohan ist der Sohn von Goku und Chi-Chi. Ja, immer noch, das ist der. So, dann mich selber scannen. Trunks is son of Vegeta and Bulma, and despite his young age, he's one of the most powerful fighters in the universe. Ja, aber Dragon Ball Super, aber nicht mehr. Das wird sich schnell ändern. Ja, falls ihr fragt, warum zum Teufel Kid Trunks bereits ein Super Saiyan werden kann, wohl ja der Trunks der Zukunft so viel Mühe hat und erst nach dem Tod des künftigen Gohans, dass er konnte. Dafür gibt es ja verschiedene Theorien. Comeback und so. Aber ich denke, es liegt echt daran halt, dass auch Goten, weil die wurden halt erst dann gezeugt, wo Son Goku, also bei Son Goku weiß man es garantiert, also ein Unterschied halt zu Gohan, weil also Gohan wurde gezeugt, als Son Goku noch kein Super Saiyajin war. Und Son Goten, kurz vor den Cell-Spielen, da war Son Goku bereits ein Super Saiyajin bei Trunks. Naja, schätze einfach mal, wo die Cyborgs, also in Zukunft halt, da wurden die Cyborgs echt angekündigt, nix. Deswegen wurde wohl der Künft, also der Zukunftstrunks gezeugt, als Vegeta noch kein Super Saiyajin war. Aber hier Kid Trunks, oder wo er hier gezeugt wurde, da war Vegeta bereits ein Super Saiyajin. Das musste irgendwie vererbt werden, wenn halt bereits die Eltern Super Saiyajins waren, dann ist es für die Kinder einfacher. Wird irgendwie vererbt und so, keine Ahnung, kannst du nur irgendwie so erklären. Cross the street, okay. Ja, mal gucken. Trunks und Gohan. Gohan hat ein Level up. Tudu. Also Level 140 wollte mich verarschen, ey. Flame kann ich mir. Was der BS kann ich mir haben, so verarschen. Burning Attack und das Super Saiyan. Haben die Fusion noch? Naja. Burning Kamehameha! Okay, Energy weg, geil. Mach doch schnell weg, ey. Ja, Son Goten und Trunks, die sind ja Super Saiyajins. Ja, gut, soll ich jetzt eigentlich in den Wald trainieren gehen oder was? Weil, me Bulma to go to the World Tournament. Jo, wie geht das gesagt, oder? Bei einem Park spielen gehen. Hier ist der Park, wir können hier aber nichts machen. Ist natürlich nice. Trainieren gehen mit Trunks wäre jetzt eine Variante, wenn es jetzt zu lange dauert, wa? Geld hätten wir eigentlich genug, wa? Restoros, 200 Hitpoints, aber warum eigentlich nichts? Und 75 Energy, lassen wir momentan noch weg. Die Frage, wann brauchen wir hier von etwas? Und was wäre klug zu kaufen und was eher weniger? Schwierig, Leute, schwierig. Wenn ich die anziehe, brauche ich mehr Erfahrungspunkte nach, oder? Require Level und so. Die wären noch cool. Shoes made of knit wool. Naja. Warum eigentlich nicht? Du, 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 du. Thank you for coming again. Ja, wer weiß.
So, wo ist was mal aus, wa? Ne, da ist bei Goku. Ne, da ist bei Gohan. Nehmen wir das hier. Das Quarz-Amulett. Danach halt weniger wegen Level-Up und so. Warte, wegen zwei Power-Blows mehr. Mein Gott, bringen sie kaum. Gut, wollen wir mal wieder was sagen. Vielen Dank fürs Zusehen. Nächsten Part geht es hier weiter bei Dragon Ball Z Boost Fury. Ich würde sagen, ein bisschen mit Trunks trainieren gehen. Können wir mal gucken, wie das läuft. Und dann nachher, ja, mit Bulma quatschen. Und ab zum großen Turnier. Mal gucken, was im Jenseits so los ist und so weiter und so fort. Es wird sicher noch spannend. In diesem Sinne, bis dahin. Tschüss.